Sehr schön. Okay. So, dann geht's jetzt los. Ich hoffe, die Verbindung bleibt so bestehen. Wenn nicht, versuchen wir alles, dass es schnell wieder geht. Okay, dann machen wir uns erstmal warm. Dafür fangen wir erstmal an mit einer Runde. Eine Runde Hampelmänner. Ich glaube, ihr wisst alle, wie es geht. Und los geht's. Okay, eine Variante habe ich noch, jetzt machen wir mal die Arme zur Seite und jetzt gehen wir immer auseinander und vorne zusammen. Die braucht man nämlich jetzt. Und jetzt strecken wir mal die Seite, Arme zur Seite aus. Und wir fangen an und machen kleine Kreise nach vorne. Ganz kleine Kreise. Ganz klein. Die Arme sind auf Schulterhöhe. Noch ein bisschen schneller werden. Kleines bisschen schneller. Ich hoffe, es wird schon ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, ihr spürt schon. Und wir werden noch ein bisschen größer. Und immer größer. Und riesengroß. Richtig. Riesenkreise. So groß ihr könnt. Und die Arme wieder zur Seite. Könnt ihr noch? Jetzt fangen wir an mit kleinen Kreisen nach hinten. Rückwärts kreisen. Also bei mir brennen die Arme ja jetzt schon. Der Flo ist nichts mehr gewohnt. Wir müssen öfter Sport machen. Und wir werden ein bisschen größer. Und noch ein bisschen größer. Und jetzt werden wir riesengroß. Ganz große Kreise. So, einmal Arme ausschütteln. Puh, die sind jetzt schon auf jeden Fall ganz schön beansprucht worden. So, jetzt stellen wir uns auf ein Bein und jetzt machen wir Kreise mit dem Fuß. Erstmal mit dem rechten Fuß. Na gut, mit dem rechten. Ruhig auch mal die Richtung wechseln. Und andere Richtung. Machen wir mal einen Achter. So, jetzt stellt euch mal vor, wir lassen den Fuß oben. Jetzt stellen wir mal vor, da ist so ein Nummernfeld und wir wählen mal alle unsere eigene Telefonnummer, okay? Mit Vorwahl. Sehr gut. Dann wechseln wir das Bein. Anderer Fuß. Und wieder kreisen. Hm.
mit dem linken Fuß Kreise ziehen und Richtungswechsel. Richtungswechsel, auf geht's. Und nicht umkippen, ja? Okay, jetzt machen wir wieder eine 8. Eine 8 zeichnen. Auch hier mal Richtungswechsel. So, und jetzt kommt was für die Spezialisten. Jetzt tippen wir unsere Telefonnummer ohne Vorwahl, aber rückwärts. Puh. Okay, dann können wir einmal die Beine ausschütteln, wenn ihr das habt. Alright. So, machen wir ein bisschen Platz. Okidoki. Dann gehen wir jetzt alle auf alle Viere runter. Arme, also Hände und Füße sind am Boden, nicht die Knie. Und wir laufen wie ein Bär. Rechte Hand und linkes Bein immer gleichzeitig. Einfach mal ein bisschen durchs Zimmer laufen. Okay, jetzt wechseln wir mal. Jetzt machen wir weiter als Spinne. Und der Popo schön hochlupfen. Und alle mitmachen. Alle richtig schön wie eine Spinne laufen. Durchs Zimmer. Und nimmt den Popo hoch. Schön den Popo hoch, meine liegen ja schon wieder am Boden. Und jetzt laufen wir mal wie ein Krebs. Jetzt laufen wir seitlich. Und in die andere Richtung. Okay. Okay. So. Dann laufen wir jetzt noch einmal auf der Stelle, okay? Fangen wir ganz gemütlich an. Ein bisschen gemütliches Joggen. Immer schön die Arme auch mitnehmen. So, jetzt werden wir mal ein bisschen schneller. Arme bewegen sich schneller, dann kommen die Füße automatisch mit. Und wir werden noch ein bisschen schneller. Noch schneller rennen. Und jetzt machen wir einen kleinen Spurt. So schnell ihr könnt. Sehr gut. Super. So, jetzt laufen wir mal rückwärts durchs Zimmer. Okay? Nirgends anstoßen. Und los geht's. Achtung, nicht, dass ihr einen Drehwurm kriegt. Okay. So, alles klar. Dann, ich hoffe, ihr seid alle schon warm. Wer warm ist, Daumen hoch. Wenn nicht, machen wir noch ein paar Liegestützen. So, jetzt könnt ihr alle kurz einen Schluck trinken. Dann geht's nämlich los mit unserer Skiausfahrt heute. Denn jetzt war ja so schön Schnee, jetzt hier zwar nicht mehr, aber in den Bergen gibt es ja immer noch viel Schnee. Deshalb gehen wir heute Skifahren, alles klar? Wer von euch ist denn schon mal Ski gefahren? Der kann mal die Hand heben. Okay, wer ist noch nie Ski gefahren? Jetzt mal die Hand heben. Okay, sehr gut. Also ich glaube, wir schaffen das auch trotzdem für die Neulinge. Das ist hier überhaupt kein Problem. So, ich glaube, alle sind bereit, alle sind fertig mit Trinken.
Dann das erste, was wir machen, ist natürlich unsere Skiklamotten anziehen. Also ich hole mal aus dem Schrank meine Skihose und erstmal ein Bein rein. Anderes zwei Bein einsteigen. Die Schneehose. Schneehose ist an. Jetzt brauche ich auch meine Skistiefel. Wo sind die? Die sind irgendwo da unten. So. Anorak anziehen. Helm auf. Skibrille. Handschuhe. Haben wir noch was vergessen? Die Ski. Die Ski und die Stöcke. Und die Stöcke. Die holen wir auch noch aus dem Schrank. Alles klar. Ich habe alles dabei. Super. Sehr gut. Auch. Dann fahren wir jetzt mit unserem Bus. Aber da sind nur noch Stehplätze. In dem Bus fahren wir zum Skigebiet. Oh Mann, und da sind ja so viele Kurven. Oh, es geht ganz schön kurvig den Berg hoch bis zum Skigebiet. Und es ist so eng, dass wir sogar nur Platz für ein Bein auf dem Boden haben. Fangen wir mal mit dem rechten Bein an, alles klar? Können wir nur auf ein Bein stehen. Und jetzt kommt eine Rechtskurve. Rechtskurve, alle nach rechts. Alle nach rechts beugen. Und Linkskurve. Und Rechtskurve. Linkskurve. Oh Gott, jetzt bremst der alle nach vorne. Und jetzt gibt der Gas. Nach hinten. Scheiße, Mist. Und bremst schon wieder. Was ist denn los mit dem Busfahrer? Ich glaube, ich wechsle mal das Bein. Anderes Bein. Alle aufs linke Bein. Und er fährt schon wieder los. Nach hinten. Und so weit nach hinten, wie es geht. Er bremst nach vorne. Und Gas. Linkskurve. Linkskurve. Rechtskurve. Links. Und rechts. Und wieder links. Und Vollbremsung. Alles klar. Das war kein guter Busfahrer. So, aber angekommen. Und jetzt der Berg sieht richtig gut aus. Oh ja, schau mal, da hinten ist schon der Lift. Dann lass uns einmal schnell hinfahren. Lass uns schon mal einklicken. Und uns mit den Stöcken rüberschieben. Richtig Schwung holen, tief mit dem Pommes runter. Okay, da sind wir schon. Okay. Alles klar. So. Was ist denn das für ein Lift? Ist es ein Schlepp- oder ein Sessellift? Ich glaube, das ist noch ein Sessellift. Ein Sessellift. Kennt ihr den Unterschied? Sessellift, da kann man sich bequem reinsetzen. Und der Schlepplift, da kriegt man so einen Bügel, wo man sich draufsetzt und hochgezogen wird. Aber okay. Beim Sessellift muss man seine Ski festhalten. Jetzt setzen wir uns mal auf unseren Sessellift. Wer einen Stuhl hat oder sowas, kann sich auf den Stuhl setzen. Und wer keinen hat, auf den Stuhl, der setzt sich auf den Boden, so wie ich. Okay, also Achtung, es geht gleich los. Setzen wir uns hin und die Füße nach oben. Füße nach oben, die Ski müssen nach oben. Alle auf den Boden setzen, Füße hoch. Das gibt Bauchmuckis. Machen wir mal den Bügel schon mal runter. So. Und jetzt müssen wir ein bisschen aushalten. Aber es ist ja ziemlich gemütlich. Wir können wir die Ski ein bisschen bewegen? Ein bisschen die Ski bewegen. Wir können auch mal eine Schere machen. Pendelt mal ein bisschen rum mit den Ski. Bei wem tun die Bauchmuskeln schon weh? Hier. Okay. So, da hinten ist schon gleich der Ausstieg. Wenn wir aussteigen, dann versuchen wir uns mal mit den Händen vom Boden wegzudrücken oder vom Sitz dann nachher. Und die Füße und der Popo ist in der Luft, alles klar? Also, und dann springen wir raus. So hin. Und Achtung, der Ausstieg kommt. 3, 2, 1, hochheben. Oh. 1, 2, 3 und Absprung! Alles klar. So, sehr gut. Jetzt sind wir oben, aber wo ist die Strecke geht ja noch gar nicht los. Wir müssen ja noch darüber. Oh, da hinten ist erst die Skipiste. Jetzt müssen wir auf dem Zielweg wieder ein bisschen anschubsen. Also nehmt eure Stöcke und richtig schieben und richtig tief runter. Große Züge. Ich will als Erster abfahren. Ja, vergiss es, ich bin noch viel schneller. Schneller. Oh Gott, da kommen die ganzen kleinen Kids hier.
Ah, die schaffen wir doch. Schneller, noch schneller. Okay, halt, stopp. So, jetzt geht's schon los. Alles klar. Es geht ganz schön steil runter hier. Und ich sehe ein paar ordentliche Kurven. Sehr schön. Das gefällt mir. Also, seid ihr bereit für die Abfahrt? Ich bin bereit. Nehmen wir unsere Stöcke wieder. Gucken, dass wir gut fest in den Schuhschienen sind. Okay, passt. Alles klar. Dreimal kräftig anschubsen und dann geht die Abfahrt los. Alles klar? Eins, zwei und los geht's. Und jetzt machen wir mal ein paar Schwinge. Und links schon. Und rechts schon. Und links schon. Rechts. Links. Rechts. Und nochmal Tempo. Los geht's. Ich nehme nochmal Tempo auf. Oh, guck mal, da kommen ganz viele Slalomstangen. Da müssen wir ganz schnell hin und her. Seid ihr bereit? Und jeder für sich. Tschick, 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 tschick. Und wieder geradeaus. Und nochmal Tempo aufnehmen. Oh, gleich haben wir es. Noch drei Kurven. Und große Kurven. Nicht schlecht für so eine erste Abfahrt. Ha, gleich die nächste. Das war's gemacht. Ja. Lass mal hier, da geht noch eine. Ah, guck mal, da drüben können wir uns wieder hochziehen lassen. Fahren wir schnell rüber. Oh, diesmal, ich sehe schon, das ist ein Schlepplift. Das ist ein bisschen was anderes. Oh, das wird anstrengend. Aber ich glaube, wir schaffen das. Wenn wir jetzt den Schlepplift machen, dann machen wir alle Wandsitz. Kennt ihr das? Wer jetzt keine Wand da hat, kann auch versuchen, sich einfach so in die Luft reinzusetzen. Und wer eine Wand hat, der geht schon mal ran. Und dann lehnen wir uns an die Wand. Genau, ich gucke mal, ob es klappt. Also schön einlehnen. Popo ist so hoch wie die Knie. Der Markus reißt schon unser Regal ab. Ja, und dann, genau, Rücken an die Wand, super, die Füße sind unter den Knien und jetzt, 30 Sekunden ab jetzt, los geht's. Lo, machst du gar nicht mit? Ja, doch, ich hab ja schon im Gedanken mit euch mitgemacht. Außerdem ist es hier viel zu anstrengend. So, Halbzeit, Leute, sehr schön. Und komm, die letzten 10 Sekunden zählen wir zusammen runter. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Sehr gut. Sehr schön. Dann haben wir uns ja schon die nächste Abfahrt verdient. Diesmal haben wir... Wenn ich das richtig sehe, haben wir da eine Buckelpiste. Ei, das geht schön auf die Beine. Ich hoffe, ihr seid auch fit. Also, machen wir uns wieder startklar, oder? Startklar. Bereit, nehmt eure Stöcke und wir müssen uns wieder ein bisschen anschieben, damit wir auch Schwung haben für die Buckelpiste. Und dann fahren wir erstmal geradeaus. Also anschieben. Eins, zwei, drei. Und Abfahrt. Oh, da kommen schon die Hummeln. Seid ihr bereit? Jetzt los. Da müssen wir ganz schnell auf die Füßen hüpfen. Und wir bleiben aber tief dabei, okay? Wir springen. Und los geht's. Und Popo bleibt tief. Oh Gott, sind das viele Hummeln. Aber gleich kommt ein flaches Stück. Noch 3, 2, 1. Und wieder normal. Oh Gott, wir holen nochmal Schwung. Und tief bleiben. Auch wenn die Oberschenkel brennen. Das macht ihr super. Und dann springen wir wieder. Oh Gott, mir wird schon echt warm. Schnelle Beine, okay, schnelle Beine. Schneller springen. Und jetzt noch die restliche Abfahrt genießen. Noch mal ein paar Schwünge. Stopp! Guck mal, da drüben,
Da ist noch eine Schanze. Sollen wir die mitnehmen? Die Schanze nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Halt, stopp. Wisst ihr denn überhaupt, wie man schanzt? Ich glaube, ihr seid zu klein, wir müssen es euch noch erklären. Beim Schanzen müssen wir uns ganz groß machen. Und wir springen richtig hoch und nehmen die Arme mit nach oben. Wir holen Schwung, genau, ganz klein. Und beim Absprung rausdrücken. Okay? Seid ihr bereit? Bereit. Dann nehmen wir ordentlich Schwung. Und los geht's. Fünfmal. Noch 4, 3, 2. Und der letzte. Und abnehmen. Oh, die Schanze kommt in 3, 2, 1. Und weiter geht's. Dann kommt ja gleich schon die nächste. Seid ihr bereit? Schanze. 3, 2, 1. Und rausspringen. Und eine haben wir noch. Bleibt dran. Nochmal Schwung holen. Und 3, 2, 1. Und gleich sind wir im Ziel. Und Bremse. Sehr gut. Das war nicht schlecht. Sauber. Puh. Ja. Hey. Da oben, das sieht auch cool aus. Oh, geil. Da gibt es ganz viel Tiefschnee. Das ist Tiefschnee, das ist super. Puh, aber da müssen wir wohl hinlaufen, wie es aussieht. Da gibt es keinen Lift hoch. Aber ich glaube, das ist es wert. Also. Raus aus den Ski. Dann nehmen wir sie auf den Rücken. Und dann laufen wir mal hoch. Aber wie gesagt, der Schnee ist tief. Also. Richtig schön die Beine hoch. Richtig schön hoch die Beine. Und wir laufen mal ein bisschen rum. Oh, ganz schön anstrengend. Ich würde sagen, wir probieren mal was. Jetzt versuchen wir mal nur auf den Zehenspitzen zu laufen. Oh ja, nur Zehenspitzen? Das ist ja 1A Wadentraining. Richtig hoch die Knie. Oh Gott, hier kommt ja ein rutschiges Stück. Jetzt versuchen wir mal auf den Fersen zu laufen. Auf den Fersen ins Eis einstecken. Genau, das ist ein Schreckerstück. Richtig schön die Hacken in den Boden hauen. Letzten Meter, laufen wir nochmal normal. Große Schritte. Ich glaube, hier geht Springen am besten. Ich versuche mal zu springen. Oh ja, wir springen nach oben. Ich habe noch eine verrückte Idee. Wir springen mal rückwärts hoch. Okay, oben. Also, ob das Springen so eine gute Idee war, weiß ich nicht, hat aber Spaß gemacht. Puh. Okay, und das besonders coole am Tiefschnee ist, da können wir echt runterheizen und wenn es uns reinhaut, dann fallen wir ganz weich. Aber wir machen auch richtig schön große Schwünge jetzt im Tiefschnee. Okay, seid ihr bereit? Das sind lange Schwünge und ordentlich Tempo. Ach so, oh, okay. Mein Gott, Markus, du wolltest nur mit Schuhen runterfahren. Meine Güte. Ohne Ski geht fahren nicht. Ski hin, reinklicken. Mann, Mann, Mann. Nehmt euch eure Stöcke. Stöcke, Brille auf, jetzt geht's los. Und kräftig Schwung holen. 2 und 3. Und jetzt machen wir große Schwünge. Und im Schnee müssen wir auch hochspringen, dann müssen wir raus aus dem richtig Schnee. Richtig hochspringen. Kurve zu machen. So rücken und tschak. Und wechseln. Und wieder zurück. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt. Oh, der Schnee bewegt sich. Oh Gott, was ist hier los? Oh. Ist das etwa eine Lawine? Eine Lawine. Bei der Lawine müssten wir schwimmen. Wir versuchen zu schwimmen und oben zu bleiben. Und wenn wir schwimmen, können wir oben bleiben. Oh, ja, ja. Oh Gott, so viel Schnee. Oh Mann. Bleibt oben. Arme hoch, Beine hoch.
Wisst ihr was? Die suchen wir. Ja. Ich habe in meiner Hosentasche noch meinen Klappspaten. Ihr hoffentlich auch. Ich habe eine Schaufel mit dabei. Eine Schneeschaufel. Jeder schnappt sich jetzt mal seine Schaufel und wir suchen mal die Leute, wie die sein könnten. Die anderen Skifahrer ausgraben. Ah. Also, dann grabt mal schön mit, tief runter und zur Seite. Je schneller wir sind, umso mehr können wir bestimmt retten. Und auch mal zur anderen Seite. Oh, guck mal, bei mir, ich sehe schon was. Da ist was Rotes. Oh ja, bei mir ist es blau. Oh, ich grabe mal, ich grabe mal vorsichtig mit den Armen weiter. Graben. Nicht, dass wir den Kopf abstechen. Oh, da kommt schon jemand raus. Gib mir mal deine Hand. So, jetzt ziehen wir mal kräftig. Und gleich haben wir dich. Schau mal, der Seppel, mein guter Freund. Endlich haben wir ihn rausgeholt. Annemarie. Endlich ist die Annemarie auch wieder da. Wen habt ihr hier gefunden? Drüben. Du hast den Walter rausgezogen. Sehr gut gemacht. Josef ist auch dabei. Sehr gut. Super. Die Isolde. Super. Wer hat die Isolde ausgegraben? Ach, guck mal, die Toni hat die Brunhilde ausgegraben. So, super. Okidoki. Jetzt, da wir ja Helden sind, würde ich sagen, da haben wir uns unser Après-Ski-Getränk wohl verdient. Also, jetzt machen wir noch ein kleines Wettrennen nach unten. Wer zuerst seine Apfelschorle schlürft? Seid ihr bereit? Eine Talabfahrt noch und los geht's. Es wird auf niemanden gewartet. Erster kriegt die größte Apfelschorle. Okay, ich gehe in meine Speed-Position. Aerodynamisch. Kurve. Kurve. Oh, viele Kurven. Ganz kleine Kurven. Und ich gebe nochmal Gas. Und oh Gott, ich werde schon überholt von lauter kleinen Zwergen. Da müssen wir nochmal richtig Gas geben. Oh, und schneller. Und schnell, Abfahrt. Oh, da vorne ist ein Slalom. Und los geht's. Okay. Huiuiui. Sehr schön. Das war eine wilde Fahrt. Mir ist ganz schön warm geworden. Jetzt klippe ich mich noch aus. Verstauen wir noch die Skier. Und dann trinken wir erstmal ein Schlückchen. Und was gibt's bei euch so? Ja, Fanta, Cola. Oh, hier fährt das ist aber nicht gut. Wasser. Nein, alles in Ordnung. Ich habe nur Spaß gemacht. So, okay, jetzt haben wir noch eine kleine Hausaufgabe für euch. Ich mach's mal vor, okay? Also ich werde es jetzt auch noch nicht können, ich werde es aber auch trainieren und der Markus auch bis zum nächsten Mal. Für die Hausaufgabe braucht ihr einen kleinen Ball, okay, und ein Buch. Alles klar? Wir machen erstmal nur was Leichtes und ihr sollt üben, den Ball auf dem Buch zu balancieren, okay? Und das kriegt ihr wahrscheinlich relativ schnell hin. Das macht er schon richtig gut, oder? Aber dann versuchen wir auch immer uns hinzusetzen, aufzustehen und versuchen das Buch so ruhig wie möglich zu halten. Wir können es auch mal über Kopf, wie ein Kellner, und damit ein bisschen rumlaufen, dass wir einfach mal Gefühl dafür kriegen, dass der Ball auf dem Buch bleibt, okay? Alles klar, beim nächsten Mal wird es getestet, weil dann wird es schwieriger. Das war dann nur der Anfang, okay? Das ist die Hausaufgabe. Und jetzt machen wir noch ein kurzes Koordinationsspiel mit euch. Seid ihr bereit? Also, kleines Spiel. Das Spiel funktioniert so, ich sage Körperteile und ihr müsst sie versuchen, so schnell wie möglich zu berühren. Wir fangen an, zum Beispiel machen wir den Kopf, dann berühren wir den Kopf, Bauch, Schultern, Kopf, Knie, Füße, Knie, Bauch, Kopf, Schultern. Okay, jetzt machen wir es ein bisschen schneller, würde ich sagen. Und Knie, Füße, Bauch, Kopf, Schultern, Bauch, Knie, Schultern, Kopf, Knie, Füße.
Füße, Knie, Bauch, Kopf. Ja. Jetzt habe ich was anderes gemacht, als ich gesagt habe. Jetzt machen wir es mal so, dass ihr bei mir nicht mehr nachgucken könnt, was ich mache, sondern ich sag's einfach nur. Und der Flo macht auch mal nicht mit, sodass ihr alleine machen müsst. Und Bauch, Kopf, Schultern, Bauch, Knie, Füße, Kopf, Füße, Schultern, Knie, Bauch, Füße. Okay, sehr gut. Alles klar. Jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Jetzt machen wir Farben. Wir sagen jetzt entweder eine Farbe oder ein Körperteil, okay? Also, was? So, also, unser Kopf, weil wir uns schon so angestrengt haben, der ist rot. Okay, Schultern, weil die so stark sind, wie vom Bär, sind die braun. Der Bauch, wie mein T-Shirt, ist blau. Die Knie, weil ich immer im Gras knie, sind grün. Und die Füße sind weiß, wie meine Schuhe, okay? Alles klar? Puh, jetzt machen wir erstmal nur Farben und nachher mischen wir noch, alles klar? Braun, rot, blau, grün, blau, weiß, rot, braun, blau, braun, rot, weiß, grün, braun. Alles klar, aber ihr schaut ja nur bei mir ab, ich sehe es ganz genau. Jetzt müsst ihr selber nachdenken und ich sage nur noch die Kommandos, alles klar? Und ich schaue ganz genau hin. Und braun. Rot. Blau. Grün. Weiß. Rot. Weiß. Rot. Grün. Braun. Blau. Gelb. Spaß. Okay, sehr gut. Alles klar. Und jetzt machen wir noch gemischt, okay? Das ist jetzt die Königsdisziplin. Alles klar? Seid ihr bereit? Rot. Kopf. Bauch. Gelb. Verarscht. Also, jetzt aber im Ernst. Okay, also blau. Braun. Knie. Weiß, grün, Füße, Schultern, rot, blau, braun, Knie, grün, weiß, rot, Schultern, rot, Kopf, braun, blau, sehr gut. Das hat doch schon gut geklappt. Sehr gut mitgemacht. Jo, dann sind wir für heute mit der Stunde schon durch. Oh, so viel Sonne. Also die Hausaufgabe, einmal üben. Nächstes Mal. Hi. Ich sehe aus wie der Mond. Ja, ich bin ganz schön weiß im Gesicht. Vielleicht sind wir Vampir. Ja, Hausaufgabe, bis nächstes Mal üben. Bisschen Balance üben. Ihr könnt auch schon mehr machen, alles was ihr könnt. Ich freue mich auf nächste Woche. Ihr könnt gern euren Eltern nochmal sagen, was ihr gut fandet, nicht so gut, ob es Spaß gemacht hat, ob ihr uns auch gut gehört habt und gut gesehen habt. Und falls ihr irgendwie mal was Besonderes machen wollt, könnt ihr uns gern irgendwie Feedback geben. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, es wäre ja voll cool, wenn wir jonglieren lernen oder so, dann können wir ja da auch mal ein paar Übungen vielleicht zu machen oder irgendwas, wenn euch irgendwas einfällt. Weil für uns ist es auch neu und wir überlegen uns auch was. Da könnt ihr auch ein bisschen mit drauf Einfluss nehmen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen geschwitzt. Ich auf jeden Fall. Und dann wünsche ich euch einen schönen